Moin moin und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Transport Fever. So, ich habe hier nochmal schnell den Fahrzeugersatz angestellt, denn ein Zug wurde gar nicht ersetzt, das haben wir zu früh ausgeschaltet. Das machen wir jetzt nochmal, da fährt nämlich noch ein Schienenbus, ein alter. Und ich habe jetzt ein paar Tage nicht aufgenommen, das heißt, wir müssen jetzt mal gucken, wo wir denn überhaupt weitermachen. Und eventuell wird das heute eher eine kleine Planungsfolge. Wir bauen gar nicht so viel. Wir müssen erstmal gucken, hier Geld haben wir ja genug im Moment. Da wird es wahrscheinlich nicht mehr dran scheitern, aber ich möchte mal bei den Fahrzeugen reinschauen. Da hatten wir. Nee, da hatten wir wahrscheinlich erst ersetzt. Wir gucken mal hier. 40 Jahre wird der alt. Okay, das heißt, das wären die nächsten. Und hier sind das genau die gleichen. Das heißt, das sind die nächsten Linien. Genau, das sind die zwei abgehenden, genau. Die wir dann ersetzen müssten. Das kommt dann. Und ja, da wartet ziemlich viel. Wir müssen mal schauen, ob wir hier eventuell einen größeren Abtransport hinkriegen. Zeig mir mal hier den Zug. Genau, der ist nicht spezifiziert auf irgendwas. Und deswegen hat er halt nur 80 Maschinen drauf und Werkzeug nimmt er gar nicht mit. Da würde ich aber fast sagen, dass wir auf dieser Linie neue Züge einsetzen, die alten schon gleich wieder rausschmeißen. Was haben wir denn Neues? Hm. 120, 140, wie sieht das bei den Wagen aus? 160, 80 nur. Schlacke. Also würden halt die bleiben, die auch 120 können. 8. Bei Schlacke sind es 14. Eieiei. Er wäre halt deutlich langsamer. Und auch 160. Also, wir könnten schon die Züge verbessern. Die Frage ist, welche Lok nehmen wir? Wenn wir die großen Wagen nehmen, reicht ja eine langsame Lok. Wobei die alle mittlerweile schon relativ schnell unterwegs sein können. Die hat eine Zugkraft von 235. Von 200, also Leistung 1450, also die ist doch noch mal deutlich stärker. Die Frage ist, reicht das hier? Also das ist schon eine Steigung hier, ne? Und ziemlich große Züge. Ich glaube, wir müssten da fast schon richtig große Loks einsetzen. Beziehungsweise die Frage ist, wann kriegen wir neue? Ja, die, aber da haben wir auch schon so viele von eingesetzt. Ich würde halt gerne auf die nächste Generation warten, die eigentlich bald ja auch kommen müssten. Weiß nicht, 75 oder so. Vielleicht setzen wir da einfach nochmal relativ günstige Züge ein. Ich meine, die hat auch viel Kraft und ist. Ne, die ist günstiger. Und wir kaufen einfach erstmal noch einen weiteren Zug. Den setzen wir hier ein. Wo haben wir denn hier mal ein Depot? Nehmen wir das hier. Wir kaufen dann nochmal so einen Zug und weisen den zu. Und dann ersetzen wir die. Früher oder später auf jeden Fall. 1, 2, 3, 4. Wir machen mal 4 von allem. 4. Irgendwas ist ein Problem aufgetreten. Und dann setzen wir das auf automatisch. Dann kann er noch von irgendwelchen Sachen auf jeden Fall was mitnehmen. Dann brauchen wir Wagen für Schlacke. Fünf und für Baumaterial. Wie viel Baumaterial kommt hier an? Die sind noch nicht voll. Okay, das heißt, dann brauchen wir gar kein Baumaterial auf dem Zug. Das heißt, wir lassen den mal so.
reicht ja erstmal hin. Der soll ja einfach nur so ein bisschen noch das unterstützen, so Maschinenfabrik mehr abzutransportieren. Ja, genau, das haben wir vor, indem wir hier einen neuen Zug einsetzen. Der sollte hier dann irgendwann rauskommen. Da kommt er schon. Ach, da ist ein Signal, ne? Ah, und da kommen schon die nächsten Loks. Okay, ihr seht da. Und damit kommen auch die neuen Loks. Und das ist gut so. Wir lassen die jetzt noch so ein bisschen fahren hier. Jetzt kommen natürlich mehr Schlacke, mehr Baumaterial, aber die Kapazität haben wir noch. Überlegung wäre halt, das dann noch in andere Städte zu transportieren irgendwie. Ich weiß nicht, wie das jetzt hier mittlerweile mit dem Abtransport läuft. Hier in dem Zug zum Beispiel. So, stopp. Ach. Shit. Okay, den müssen wir mal ganz kurz auf die Linie schicken. Dann fährt er los. Und dann kann er wieder auf die Maschinenbaustrecke. Die sollte er von da aus nämlich eigentlich erreichen. Sobald er da rausgefahren ist. Ja, so, jetzt sollte es eigentlich passen, dass der hier jetzt nicht seinen Weg sucht. So, was ist mit diesem Zug? Nimmt ganz wenig Werkzeug nur mit. Nach Großleine wartet das. Ach so. Ach, das wird jetzt auch noch in diesen Zug hier eingeladen. Ach so. Ja, es ist aber praktisch. Das finde ich gar nicht schlecht. Hier ist der Abtransport von den ganzen Sachen aber zu niedrig. Genau. Das heißt, einmal bitte größere LKWs. Und dann müssten wir gucken, dass wir die Linien vielleicht auch speziell zuschneiden auf LKWs. Später, wenn wir die großen kriegen, dann auch. 40 Tonner zum Beispiel. Wir laufen auch viel zu schnell hier schon wieder. Mann, Mann, Mann. So, also die Züge. Genau, speicher mal bitte. Das passt alles. Aber wie gesagt, Werkzeug ist halt enorm viel da. Und da könnte man überlegen, ob wir hier das dann Heringsdorf und Eschborn zukommen lassen. Oder es weiter transportieren nach hier hinten. Richtung Brilo oder dann halt Richtung Saarbrücken, Schwellhäusel. Dass man hier noch einen Zug einsetzt, der von hier dann aber abfährt. Hier hoch. Hier für die beiden das noch ablädt. Und dann können wir hier noch zwei neue LKW-Linien machen oder eine LKW-Linie irgendwie anders noch anschließen. So, das machen wir mal. Dann können wir die beiden nämlich nur anschließen und über diese Strecke vielleicht Saarbrücken. Oder wir bauen halt. Das ist halt so eine Sache jetzt. Deswegen habe ich vorhin gesagt, Planungsfolge. Irgendwann werden wir natürlich Hochgeschwindigkeit, also richtige Hochgeschwindigkeitszüge kriegen. TGV, ICE. Keine Ahnung, was da so alles kommt. Und die Frage ist, wie nutzen wir die? Weil das ist etwas, das habe ich immer sehr gerne auf dieser Karte oder auf einer Karte. Und auf dieser Karte ist das halt sehr schwer umzusetzen. Beziehungsweise einfach zu bauen und so, ja klar, aber das ist genauso wie mit Flugzeugen und Schiffen. Die Karte eignet sich da nicht so zu. Ich habe eine Karte genommen, bei der die Städte recht nah hier alle dicht beieinander liegen und mit kurzen normalen Nahverkehrszügen erreichbar sind. Anders wäre es jetzt, wenn wir zwei Städte richtig weit auseinander hätten. Dafür haben wir aber hier am Fluss entlang alle großen Städte verbunden. Sodass eine Hochgeschwindigkeitsstrecke, ja, weiß ich nicht, wo lang gehen könnte. Vielleicht von Saarbrücken durch einen Tunnel nach Saalhausen irgendwie hier gerade, aber das macht auch nicht viel Sinn. Oder halt von hier direkt nach Großleine rein. Da müsste man hier über eine Brücke noch gehen.
passt aber nicht, weil da der Güterverkehr durchgeht. Oder halt nach Ketsch, dass man Ketsch und Saarbrücken direkt verbindet. Weil ansonsten, wir haben halt nicht so wirklich große Städte, mit denen wir das machen können. Außen drumherum, die haben wir noch nicht angeschlossen. Da müssen wir uns das nochmal überlegen. Das gleiche gilt für Schiffe. Wir haben diese wunderbare Bahnstrecke am Fluss entlang, da brauchen wir keine Schiffe. Und Flughafen, ja, könnte man hier einen zentral bauen. Für alle Städte, da müsste man die aber auch wieder anbinden. Das wird ein ziemliches Schienendurcheinander, deswegen möchte ich das eigentlich nicht machen. Was ich machen möchte, ist auf jeden Fall diese ganzen kleinen Städte hier oben rum zum Beispiel auch noch anzuschließen. Zum Beispiel von Rupertsberg hatten wir schon eine Strecke rausgenommen, die hier Faustbach anschließt, Höckendorf, Langselling und dann könnte man hier um den Berg einmal drum rumfahren. Vielleicht wieder drauf auf diese Strecke noch. Hagelberg, ja, könnte man hier abgehen noch irgendwie. Semmering ist schwierig. Ich weiß nicht, ob ich das überhaupt per Bahn machen möchte. Eher nicht. Rubenow wäre eine Option, dann auch von hier noch anzuschließen. Oder von Saarbrücken aus, ne? Genau, wir müssten hier aus Saarbrücken dann rausgehen. Ja, da müssen wir mal schauen. Und dann haben wir hier auch noch Eschborn und Heringsdorf. Wo ich eigentlich keine Bahnstrecke mehr bauen möchte, weil wir eben schon so viele haben. Wenn wir jetzt noch eine zwischenziehen, macht das auch keinen Sinn. Müssten wir die mit benutzen hier, aber ja, mal sehen. Genauso die Warenfabrik. Die haben wir auch hier drüben. Dann das könnte man machen. Vorausgesetzt, wir bekommen hier Bretter, Stahl oder Kunststoff her. Kunststoff hätten wir da, das macht sehr viel Sinn. Würden wir auch von hier die Rohstoffe bekommen, eventuell. Oder von hier. Bretter von hier. Aber wie, da müssten wir hier komplett umbauen. Die Güterstrecke müsste dann hier auch angeschlossen werden. Das würde Sinn machen. Dann könnte man nämlich diese Züge hier doppelt benutzen auf der Strecke, die hier fahren und das alles dann nach hier hinten bringen lassen. Das wäre eine Option. Dann würde der Zug, der hier, der Güterzug, der hier Saalhausen anfährt, keine Leerfahrt mehr zurückmachen. Im Moment hat er ja eine Leerfahrt zurück. Das würde man dann natürlich umgehen. Das weiß ich aber noch nicht. Oh, hier sind noch ganz alte Züge. Wie alt ist der? Wäre eine Sache, auch den dann zu ersetzen. Ja, weil diese Strecke, glaube ich, eine der wichtigsten auch mit ist. Boah, Wahnsinn. Ne, hier. Und ich glaube, genau, dass die zum Großteil voll sind, die Züge. Und man die dann tatsächlich auch mal ersetzen müsste. Frühzeitig. Das machen wir nochmal. Würde ich sagen, ich möchte jetzt hier größere Nahverkehrszüge haben. Da kommt was Neues drauf, so. Und ich würde sagen, ich habe da auch schon eine Idee hier. Hier unsere Baureihe 218, die nehmen wir dafür. Eine sehr passende Strecke und dann gleich hier neue Wagen, Schmetterlingswagen. Aha, sind die schneller? Ich weiß es nicht. Können wir den umfärben? Ja, aber in ein Nahverkehrsrot. Ich weiß nicht, wie das jetzt auf der Bahn dann aussieht. Hier ist es sehr knallig, aber ich glaube, das passt schon. 21. Also 4 machen wir 5.
1, 2, 3, 4, 5. Ja, bitte. Der ist ja deutlich schneller. Was fährt denn der? Die neue Lok fährt dann 140. Die Hänger können, glaube ich, sogar 200, ne? Ne, 140. Ja, passt doch perfekt. Sehr gut. Dann gucken wir mal. Die hier kann nur 90, ne? Ja, also deutliche Verbesserung. Wunderbar. Gucken wir uns mal den Zug an. Und ich würde sagen, für heute war es das dann. Ah, hat er noch nicht gemacht, ne? Ärgerlich. Für heute war es das erstmal wieder mit Transport Fever. Schaut beim nächsten Mal gerne wieder rein. Bis dann. Euer Kevin Zock. Bye, bye. Sorry für die Lags. Jetzt gerade beim... Oh, was ist denn das jetzt? Sorry dafür, dass ihr jetzt keine schönen Bilder mehr bekommt. Hallo? Ich weiß nicht, woran es gerade liegt. Ja, sorry dafür. Sollte jetzt ein schönes Ende für die Folge werden, aber wir sehen zumindest den neuen Zug.